Und heute geht es um Silben. Was sind Silben? Zum Beispiel Rodrigo. Wie viele Silben hat Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo hat drei Silben. Wie viele Silben hat Sol? Sol. Eine. Wie viele Silben hat Agustin? Agustin. Drei Silben. Wie viele Silben hat Jakob? Jakob. Jakob hat zwei Silben. Jedes Wort hat Silben. Manche Wörter haben eine Silbe. Ich. Du. Haus. Manche Wörter haben zwei Silben. Welches Wort hat zwei Silben? Mantel oder Sofa oder Auge oder Nase. Manche Wörter haben auch drei Silben. Telefon hat drei Silben. Oder Apfelbaum hat drei Silben. Ja, und heute geht es um Silben. Wir schauen uns jetzt einmal ein paar Wörter mit ihren Silben an. Die brauchst du für heute. Pinsel, Mantel, Ampel, Gabel, Kuh. Regen, Besen, Mädchen. Und zu diesen Wörtern gibt es jetzt eine Aufgabe im Arbeitsheft. Schau her auf der Seite 16. Bei der Nummer 1 musst du die Silbenbögen malen. Pinsel. Du siehst, hier sind schon die Silbenbögen gemalt. Male diese Bögen bitte auch bei Mantel, Ampel, Gabel, Kuchen, Regen, Besen. Mädchen, male die Silbenbögen. Bei der Aufgabe 2 musst du verbinden. Wir haben hier den Mantel, Mantel, und dann schreibe ich hier der Mantel. Woher weiß ich, dass es der ist? Der blaue Punkt ist der. Dann kommt hier zum Beispiel Tafel. Schreibe hier rot die Tafel. Das machst du hier auf dieser Seite. Und jetzt schauen wir uns noch mehr Wörter mit ihren Silben an. Leiter, Eimer, Teller, Finger, Schulter, Feder. Und auch zu diesen Wörtern findest du eine Seite im Arbeitsheft, und das ist die Seite 17. Die Nummer 1 ist klar, die Nummer 2 lese und schreibe. Du kannst hier oben schauen.